Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um das Ja-Genie-Prinzip und das besagt so viel wie You ain't gonna need it. Ich schreibe es tatsächlich jetzt mal hier oben hin, You ain't gonna need it. Das hat man sich wahrscheinlich einfach nur so gebaut, damit man wirklich auch irgendwie ein Kürzel draus machen konnte. Aber so ist das mit den ganzen Prinzipien doch irgendwie. Naja, auf jeden Fall möchte ich euch natürlich einfach mal vorstellen. Was ihr davon haltet, ist jedenfalls natürlich wie immer auch eure Sache. Ich will natürlich auch hier einfach an das Gehirn meines werten Zuschauers appellieren, wie jedes Mal natürlich auch. Okay, und zwar, was das Prinzip besagt, you ain't gonna need it, du wirst es nicht brauchen. Ihr solltet euch nicht im Vorfeld schon mit einer Milliarde Methoden befassen, die ihr wahrscheinlich eh nicht braucht. Also, kleines Beispiel, Klaas Konto, das hat eine Methode, also die Attribute lasse ich jetzt hier einfach mal weg. Public, bool, weil wir irgendwie sagen wollen, ob das Ganze auch erfolgreich war oder nicht. Überweisen. Dann ein String Empfänger. Empfänger. Und dann haben wir hier irgendwie Code drin. Das ist aber so in Ordnung. So, und jetzt haben wir aber noch ein Public Bool in die Schweiz überweisen. Schweiz überweisen. Und dann haben wir hier String Empfänger, Empfänger und vielleicht noch irgendwelche anderen Parameter. Ich kenne mich im Bankgeschäft nicht so gut aus. Und dann haben wir auch irgendwelchen Code hier hinten natürlich logischerweise noch. Und dann haben wir vielleicht aber auch noch irgendwelche anderen Länder hier alle abgeklappert. So, warum ist es jetzt falsch, das zu machen? Naja, es ist nicht falsch, das zu machen, aber brauche ich wirklich bei dem Launch von meinem Produkt, also bei dem allerersten Veröffentlichen von meiner Beta in dem Fall sogar tatsächlich, also von meinem ersten Produkt, brauche ich da schon die Funktion, in die Schweiz überweisen zu können? Ja oder nein? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein rein deutsches Kreditinstitut bin, dann brauche ich doch die Funktion, dass man in die Schweiz überweisen muss, brauche ich doch gar nicht. Und wenn man dann lang genug wartet, wie wir es jetzt eben zum Beispiel mit SEPA oder sowas hatten schon, dann ist es ja eh kein Problem mehr. Das heißt, die Methode in die Schweiz überweisen, die ich jetzt vielleicht 2005 oder sowas reingepackt habe, dann habe ich 3 Jahre dran entwickelt und dann bringe ich mein unglaublich gut durchdachtes Produkt auf den Markt. Und dann stellt sich raus, Mensch, in die Schweiz überweisen, kannst du doch einfach hier mit der normalen Überweisen-Methode machen, denn SEPA ist eh egal, in welches Land du überweist. Das heißt, diese Methode hier haben wir irgendwie umsonst reingemacht und das ist irgendwie auch schade für den Entwickler, schade für uns, aber leider geil. Nein, natürlich ist es nicht geil. Und deswegen sollte man sich überlegen, brauche ich wirklich den ganzen Kram, den ich hier reinmache? Man sollte nicht sich so übermäßig an Features orientieren, das heißt, man sollte nicht im Vorfeld schon sagen, oh, ich will das Feature, ich will das Feature, ich will das Feature. Klar, es ist immer leicht zu sagen, ich will einen Haufen Features haben, aber bringt erstmal eine Basisversion von eurem Programm raus, die auch wirklich lauffähig ist und dann erst baut ihr neue Features drumherum. Deswegen sollte euer Code ja erweiterbar sein, so hatten wir es ja schon gesagt. Und mit diesem erweiterbaren Code könnt ihr dann natürlich ohne Probleme neue Features implementieren und dann auch wirklich zur Verfügung stellen. Das heißt, erst im Nachhinein dann überlegen, ob man wirklich solche Features reinpackt. Denn ja, wie gesagt, solange ihr noch in der ersten Version dran seid am Entwickeln, da habt ihr noch kein Geld, da habt ihr noch gar nichts. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Einkunft an eurem Programm. Das heißt, ihr könnt auch nicht so sagen, hey, ich mache das jetzt Vollzeit oder sowas. Und dann braucht es umso länger, bis das Ding raus ist. Und ja, deswegen am Anfang eher weniger Features und die kann man ja dann im Nachhinein noch reinpatchen. Ja, ich weiß, ich bin normalerweise auch kein Fan von Patches, aber in so einem Fall würde ich lieber sagen, okay, wir warten ab und machen Features dann erst im Nachhinein rein, anstatt sie schon direkt am Anfang vorzubeugen oder irgendwelche Ideen reinzubringen. Klar, man kann hier irgendwie Dummies oder sowas reinmachen, also zum Beispiel hier einfach wirklich leeren Code in die Methode reinpacken und dann zum Beispiel ein To-Do-Kommentar muss ich noch machen oder sowas. Das geht jederzeit, klar, dass man vielleicht im Kopf behält, hey, da war noch was, das wolltest du noch als Feature vielleicht mal reinbringen, aber man sollte sich nicht im Vorfeld schon alles 1000 Mal überlegen und wirklich schon einbauen. Vielleicht verlässt man sich dann auch auf Sachen, die man eigentlich am Ende gar nicht haben möchte. Okay, das, wie gesagt, nur als kleine Idee, was man vielleicht nicht machen sollte oder was man, wo man sich vielleicht auch Zeit einsparen kann, die man später vielleicht für andere Dinge sinnvoller brauchen kann. Gut, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.